Frühjahr 1945. Amerikanische Soldaten erobern von Westen her das Dritte Reich. Stadt für Stadt, Dorf für Dorf. Mit dabei sind ein paar Dutzend Kameraleute der US-Armee, die den Vormarsch dokumentieren sollen. Eingebettet in die vorrückenden Truppen drehen sie mehr als 1000 Rollen Film, die heute im amerikanischen Nationalarchiv in Washington liegen. Es sind unvergessliche Aufnahmen von Sieg und Niederlage, Tod und Verzweiflung, Befreiung und Zusammenbruch. In Repelen bei Moers liegen Soldaten des Führers tot auf dem Schlachtfeld. Starke Truppenverbände der Deutschen hatten hier versucht, sich über den Rhein in Sicherheit zu bringen und waren von der 5. US-Panzerdivision gestellt worden. Es kam zu einem heftigen Gefecht. 50 deutsche Soldaten wurden getötet, fast 500 gefangen genommen. Die Einwohner des kleinen Dorfes müssen die toten Krieger begraben, die sich in einem sinnlosen Kampf für die Wahnideen ihres Führers geopfert haben. Ein deutscher Soldat schreibt an diesem 9. März 1945 an seine Frau: Es ist ein ungleicher Kampf 1 zu 100 geworden. Ein Schuss von uns löst 100 auf der Gegenseite aus. Ist das noch Krieg? Nein. Aber es steht dieser Übermacht immer noch ein tapferes und nicht zu erschütterndes Herz des deutschen Soldaten gegenüber. Aber damit können wir den Feind nicht vernichtend schlagen. Da wirst du mich nun fragen, ja Peter, gibt es denn überhaupt eine Waffe noch in Deutschland, die diesem trostlosen Zustand ein Ende bereitet? Ich sage dir nur, ja. Und wir wollen fest an Deutschlands Zukunft glauben. Glauben und immer wieder glauben. Ein Volk, das so tapfer und so viel Blut für seine Größe opferte, kann nicht untergehen. Es wäre sonst das erste Mal in der Weltgeschichte. Eine Ironie des Schicksals. Lass dich nur nicht von den lieben Verwandten und Bekannten wankelmütig machen. Am Ende steht unser Sieg und die, die heute zweifeln, werden später am lautesten schreien und sagen, dass sie alles so haben kommen sehen. Zwei Tage zuvor haben die Amerikaner bei Remagen die erste unzerstörte Brücke über den Rhein in ihre Gewalt gebracht. Die Sprengung konnte in letzter Sekunde verhindert werden. Vorrückende Truppen eroberten kampflos den Übergang. Für Kameramann Geddix wird die Szene an diesem 9. März 1945 kurzerhand nachgestellt. Binnen 24 Stunden gelangten 8000 GIs auf die rechte Seite des Flusses und bildeten einen Brückenkopf. Hitler ist außer sich vor Wut und lässt die Verantwortlichen von einem fliegenden Standgericht aburteilen. Vier Offiziere werden erschossen. Einer kann sich in amerikanische Gefangenschaft retten. Ein schier endloser Konvoi von Militärfahrzeugen staut sich in den engen Straßen von Remagen. Weil die Ludendorff-Brücke als zunehmend instabil gilt, soll schweres Gerät über eine Pontonbrücke auf die andere Seite des Rheins gebracht werden. Innerhalb von 27 Stunden wird der fast 250 Meter lange Übergang von Pionieren gebaut. Es ist die bis dahin längste schwimmende Konstruktion dieser Art, die unter feindlichem Feuer entsteht. Pro
Propagandaminister Goebbels vermerkt am Abend ungläubig in sein Tagebuch: Aus Eisenhowers Hauptquartier kommt die alarmierende Nachricht, dass es den Amerikanern gelungen sei, einen kleinen Brückenkopf auf dem rechten Rheinufer zu bilden. Ich kann diese Nachricht nicht mehr genau kontrollieren, da die Verbindungen mit dem Westen nicht klappen. Ich halte aber diese Nachricht für ziemlich ausgeschlossen. Inzwischen ist Remagen ständiges Ziel deutscher Fliegerangriffe. Sogar V-2-Raketen werden abgefeuert. Wenige Treffer gelingen und verzögern nur den Bau des Pontons. Die Ludendorff-Brücke selbst bleibt intakt. Trotz ihrer Verluste können die Amerikaner den Brückenkopf halten. Die Zivilbevölkerung und Kriegsgefangene werden aus Sicherheitsgründen evakuiert. Die GIs nutzen eine Feuerpause zum Bad im Rhein. Irgendwo im amerikanisch besetzten Teil von Nazi-Deutschland dreht ein Kameramann der US-Armee diese einzigartigen Szenen. Deutsche Soldaten haben sich ergeben und werden durchsucht. In diesen Tagen schreibt ein Hauptmann der Wehrmacht an seine Familie: Gegenwärtig haben wir Ruhe, nachdem sich der Feinddruck gegen Norden gewendet hat. Einige Leute haben wir verloren, andere müssen wir abgeben. Das wertvolle Material wird nach rückwärts geschafft. Früher oder später werden wir in die Zange genommen. An Urlaub denke ich lange nicht mehr. Das Reisen ist sinnlos, lebensgefährlich und verbraucht viel zu viele Leute, die dauernd unterwegs sind. Totale Urlaubssperre bis Kriegsende ist durchaus angebracht. Das gehört auch zum totalen Krieg. Und er fährt fort: Früher, als der Krieg noch in fremden Ländern geführt wurde, wo man des Interessanten so viel sah, da war das anders. Jetzt, wenn man die Dörfer sieht, die allmählich schwinden, deutsche Familien, die sich nach Russenart eine Höhle graben und darin hausen, um dem Bomben- und Artilleriefeuer zu entgehen, das Vieh, das in den Ställen verschüttet wird, weil es nicht rechtzeitig geborgen wurde, und allgemein die Hoffnung aufflackert, der Ami möchte kommen und besetzen, ehe alles beim Teufel ist. Da ist es recht schwer, seine Niedergeschlagenheit nicht merken zu lassen. Thank you.
Neidvoll hatte der Armeebefehlshaber George S. Patton die Erfolge der 9. US-Armee in Köln und bei Remagen zur Kenntnis genommen. Der Vorstoß seiner 3. Armee aus Frankreich in Richtung Rhein war zunächst auf starken Widerstand von Wehrmacht und SS gestoßen. Mitte März kommt die Offensive endlich in Schwung und Pattons Panzerverbände überrollen das Gebiet im sogenannten Saar-Pfalz-Dreieck binnen weniger Tage. Zehntausende deutsche Soldaten gehen in Gefangenschaft. Viele werden sofort von Angehörigen der US-Armee befragt. Jede Aussage kann wertvolle Hinweise liefern. An diesem 15. März 1945 schreibt Josef Goebbels in seinem Tagebuch über ein Gespräch mit dem Rüstungsminister. Speer ist der Meinung, dass wirtschaftlich der Krieg sozusagen verloren sei. Die deutsche Wirtschaft könne im bisherigen Umfange noch 4 Wochen durchhalten, dann würde sie allmählich in sich zerfallen. Speer bedauert sehr, dass er beim Führer über die wichtigsten Fragen keine Entscheidung erreichen kann. Er glaubt, dass der Führer durch seine physische Behinderung stark an seiner Aktivität eingebüßt hat. Richtig ist die Meinung, die Speer bezüglich der Aufrechterhaltung der Lebensbasis des deutschen Volkes vertritt. Er wendet sich scharf gegen den Standpunkt der zerstörten Erde. Er erklärt, dass wenn dem deutschen Volke der Lebensfaden in der Ernährung und in der Wirtschaft abgeschnitten werden solle, das nicht unsere Aufgabe sein könnte, sondern Aufgabe unserer Feinde sein müsse. Kameramann Lawrence filmt Straßenszenen in Bonn. Die Stadt südlich von Köln ist schon seit einer Woche in amerikanischer Hand. Das Geburtshaus des Komponisten Ludwig van Beethoven erregt die Neugier der GIs. Sam Fuller, der später in Hollywood als Regisseur berühmt wurde, war dabei, als die Weihestätte am 8. März erobert wurde. Wir hatten in dieser Nacht den Befehl, uns außer Sichtweite zu halten, irgendwo in einem sicheren Gebäude, um dort etwas Schlaf zu bekommen. Spät in der Nacht fanden wir die Hintertür eines Hauses in der Beethovenstraße. Was für ein toller Name für eine Straße. Im Haus war es stockdunkel. So krochen wir auf den Knien, bis wir einen Platz zum Schlafen fanden. Ich stieß meinen Kopf an eine Art Tisch. Dann begriff ich, es war ein Flügel. Wir streckten uns aus und schliefen ein. Ich wachte auf mit dem Boden des Flügels über meinem Kopf. Im Halbdunkel sah ich einen Notenständer mit einer Partitur. Der Titel der Komposition war Eroica. Und es war signiert mit Ludwig van Beethoven. Bei Koblenz setzt ein Vorauskommando der 87. US-Infanteriedivision über die Mosel. Mit dabei Armeekameramann Cummings. In der Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz hält der deutsche Kampfkommandant Oberstleutnant Löffler mit 2000 Wehrmachtssoldaten die Innenstadt. Aus Verhören von deutschen Gefangenen wissen die Amerikaner längst, dass sie von den Verteidigern nicht viel Widerstand zu erwarten haben. Ein Geheimbericht fasst zusammen. Die Moral der deutschen Soldaten ist sehr schlecht. Ausnahme bilden wenige Fanatiker. Die deutschen Soldaten können nicht verstehen, wie man sie gegen die amerikanische Materialüberlegenheit mit so minderwertigen eigenen Waffen in den Kampf schicken kann. Zivilisten drängen die Soldaten, sich kampflos zu ergeben, um so Häuser und Orte vor der Zerstörung zu schonen. Trotzdem tasten sich die Elitetrupps vorsichtig in den Koblenzer Ortsteil Moselweiß vor, denn überall können zum Durchhalten entschlossene Einheiten oder Scharfschützen lauern.
Ein paar Tage lang schon war die Ludendorff-Brücke in Remagen wegen Einsturzgefahr gesperrt, als sie an diesem 17. März 1945 um kurz nach 15 Uhr zusammenstürzt. Kameramann Evans ist bereits kurz nach dem Unglück vor Ort, um die Rettungsarbeiten zu dokumentieren. Etwa 200 Pioniere waren mit Instandsetzungsarbeiten beschäftigt, als sie Geräusche von berstendem Stahl vernahmen und die Brücke zu zittern begann. Es blieb den meisten GIs nicht genug Zeit, sich vor dem Einsturz zu retten. Für 25 US-Soldaten kommt jede Hilfe zu spät. Drei weitere erliegen später ihren Verletzungen. 18 Tote werden nie gefunden. Ein GI wird stromabwärts lebend entdeckt und aus dem kalten Wasser geborgen. Seit 24 Stunden beschießt amerikanische Artillerie das Stadtzentrum von Koblenz, um den Einmarsch der 87. US-Infanteriedivision vorzubereiten. Die Kameraleute der US-Armee sind auch hier beim Häuserkampf im Einsatz. Vereinzelt ergeben sich deutsche Soldaten und zeigen sogenannte Passierscheine vor, die die Amerikaner seit Tagen über den feindlichen Linien abwerfen. Der letzte Widerstand wird in Koblenz trotzdem erst am nächsten Tag erlöschen. An diesem 18. März 1945 schreibt ein junger Unteroffizier an seine Familie: Wenn wir hinaushören, sehen wir in diesen Frühlingswochen die Zerstörung Deutschlands von Tag zu Tag fortschreiten. Wir sitzen am Fenster und sehen bewaldete Kuppen und nun in grün sich färbende Felder, in einen Himmel milden Blaus, darinnen streifige Wolken grau und violett dahertreibend. Da dreht einer das Radio auf. Wehrmachtsbericht. Koblenz, Bad Kreuznach, Hunsrück, Neiße, Königsberg, Danzig, Kolberg, Stettin. Städte und Landschaften im tiefen deutschen Raum, über die nun der Krieg hinweggeht. Wir müssen uns härter machen denn je gegenüber solcher Wirklichkeit. Und wenn wir nicht mehr können, in der allgemeinen Auflösung uns mit der immer möglichen Bedrohung der eigenen Existenz zugleich abfinden und trösten. Dieser Krieg wird sein Ende, soweit es sich voraussehen lässt, nicht mit einem Waffenstillstand finden, sondern erst zu Ende kommen, wenn der Widerstand der letzten Division im letzten Winkel des Reiches gebrochen wird.
Um 15 Uhr dringt eine amerikanische Panzereinheit jenseits des Rheins in die stark zerstörte Ortschaft Rheinbrohl ein. Die GIs vermuten hier ein befestigtes Widerstandsnest, weil die Verteidiger ihr einziges Geschütz seit über einer Woche in immer neuen Positionen in Stellung bringen. In Todesangst wartet die Bevölkerung auf das Ende der Kampfhandlungen. Der Kommandeur der Deutschen, ein fanatischer Oberleutnant, hatte zunächst die Kapitulation kategorisch abgelehnt und sogar die von mutigen Dorfbewohnern am Kirchturm angebrachte weiße Fahne herunterreißen lassen. Angesichts der Übermacht ergeben sich Hitlers Soldaten. Doch die Eroberer bleiben vorsichtig und lassen schließlich das Dorf räumen. Kameramann Geddix dokumentiert die Aktion. Erst draußen vor dem Dorf wird den Menschen klar, dass für sie der Krieg zu Ende ist. Sie haben überlebt. An diesem 19. März 1945 ergeht aus dem Bunker der Reichskanzlei ein persönlicher Befehl Adolf Hitlers. Alle militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie Sachwerte innerhalb des Reichsgebietes, die sich der Feind für die Fortsetzung seines Kampfes irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, sind zu zerstören. Am Vormittag erreichen Einheiten der 3. US-Panzerdivision zwei Brücken in der Pfalz. Hier regt sich kein Widerstand mehr. Am Abend des 14. März hatte die US Air Force die Stadt bombardiert und ein Trümmerfeld hinterlassen. Die Nazi-Führung der Stadt hatte sich danach ihrer Uniformen, Orden und Ehrenzeichen entledigt und sich in Zivilkleidern planmäßig abgesetzt. Einige Parteigenossen, die sich beim Kommandeur der SS-Einheit Götz von Berlichingen freiwillig für eine letzte Schlacht melden wollten, wurden von einem Offizier nach Hause geschickt. Haut ab und bringt euch in Sicherheit. Oder glaubt ihr vielleicht, dass ihr den Krieg noch gewinnen könnt? Bei den todesmutigen Parteigenossen hinterließ diese rüde Abfuhr sprachloses Entsetzen. Unmittelbar vor dem Einmarsch der US-Truppen räumen resolute Frauen Panzersperren beiseite, um die Amerikaner von ihren guten Absichten zu überzeugen. Trotzdem wird die Zivilbevölkerung auf der Homburger Straße zusammengetrieben und evakuiert. Die GIs fürchten, in den Ruinen könnten sich noch immer Heckenschützen aufhalten. Im Landkreis Kusel ist auch der Kameramann Russ Meyer an diesem 20. März 1945 im Einsatz. Er wird später in Hollywood als Regisseur von Sexfilmen zu Berühmtheit gelangen. In der kleinen Ortschaft Brücken dreht er, wie französische Kriegsgefangene, zusammen mit der Zivilbevölkerung den Amerikanern zuwinken.
Meyer wird später sagen, wenn er nicht eine Kamera zu bedienen gehabt hätte, hätte er ohne zu zögern selbst zur Waffe gegriffen, um die Nazis zu besiegen. Auch in einem zweiten Ort filmt Russ Meyer, wie Einwohner die amerikanischen Truppen als Befreier begrüßen. Ob er sein Regietalent nutzte, um die Szene besonders überzeugend zu machen, ist unklar. Hier erinnert jedenfalls nichts daran, dass die in diesem Gebiet stationierten deutschen Truppenverbände sich gerade erst fluchtartig zurückgezogen haben. Während die US-Panzer in Richtung Mannheim rollen, begrüßt der Führer an diesem 20. März 1945 im Garten der Reichskanzlei propagandagerecht 20 Hitlerjungen, die sich als Einzelkämpfer bewährt haben. Der Jüngste ist erst 12 Jahre alt. Einer Verlautbarung zufolge sagte Hitler: Ihr kennt den Kampf jetzt schon aus eigener Erfahrung und wisst, dass ihr in einem Ringen um Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes steht. Ich bin trotz aller Schwere der Zeit fest davon überzeugt, dass wir bei diesem Kampf den Sieg erringen werden, vor allem auch im Hinblick auf die deutsche Jugend und besonders auf euch, meine Jungen. In der Pfalz sind die Hauptverkehrsstraßen in Richtung Nordosten übersät mit zerschossenen Wracks. Überall liegen Leichen gefallener Soldaten und Tierkadaver. Symbolbilder für eine längst geschlagene Nation. Am besten wäre es, diese Tage zu vergessen, diese Tage aus dem Gedächtnis zu streichen, schreibt ein deutscher Soldat in diesen Tagen verzweifelt an seine Frau. Deutsche Pioniere haben am Vortag die Nibelungenbrücke in Worms in letzter Minute gesprengt. Kurz darauf besetzten die Amerikaner die alte Kaiserstadt. Auch Pattons Armee hat den Rhein erreicht. Die 11. US-Panzerdivision kontrolliert einen Trümmerhaufen. Zwei Drittel aller Wohnungen in Worms sind beschädigt oder zerstört. Am 21. Februar hatten britische Bomber hier eine Nacht lang ganze Arbeit geleistet. Zwei Tage vor dem Einmarsch erledigten amerikanische Springbomben den Rest. Die Kameraleute der US-Armee drehen ausführlich den Siegeszug ihrer Truppen durch die Ruinenlandschaft.
Bei Neustadt an der Weinstraße dreht ein Kameramann der US-Armee den Vormarsch der 42. US-Infanteriedivision. Und Sergeant Bonnet gelingen spektakuläre Bilder vom Zusammenbruch der deutschen Verteidigungslinien. Tags zuvor hat ein SS-Mann an seine Frau geschrieben: Du denkst bestimmt, ich bin nicht mehr unter den Lebenden. Es war beinahe so, aber du siehst, Unkraut vergeht nicht. Wir waren eine kurze Zeit eingekesselt, aber es gelang uns, wieder freizukommen. Wie ich im letzten Brief an dich schrieb, war ich im Raum Bad Kreuznach. Dann ging es Richtung Simmernbingen und in Mainz ging es über den Rhein, wo ich mit knapper Mühe und Not noch rüberkam. Jetzt liegen wir ein ganzes Stück nördlicher. Bei Neustadt filmt Sergeant Bonnet befreite Kriegsgefangene aus der Sowjetunion und Polen. Sie hoffen darauf, endlich nach Hause zu gehen. Der SS-Mann schließt seinen Brief mit den Worten: Ich bin seit dem 12.03.45 bei den SS-Panzerjägern. Wir sind die gefürchteten Männer für die Amis. Für uns gibt es nur eines: Sieg oder Sterben. An diesem 23. März 1945 gleicht die Stadt Nierstein südlich von Mainz einem Heerlager. Seit 10 Uhr nachts sind hier 500 Boote im Einsatz, um die ersten amerikanischen Pioniereinheiten über den Rhein zu bringen. Die Deutschen leisten zunächst keine Gegenwehr. US-General Patton ist eine Überraschung geglückt. Denn am Niederrhein werden Briten und Kanadier erst in der kommenden Nacht mit dem Rheinübergang beginnen.
Es ist die größte amphibische Landungsoperation seit dem D-Day. Binnen 36 Stunden stoßen die US-Truppen 7 Kilometer vor auf feindliches Terrain. Als US-General Omar Bradley am Abend vor die versammelten Kriegsberichterstatter tritt, erklärt er ihr beiläufig, die US-Truppen seien nun in der Lage, den Rhein praktisch an jeder beliebigen Stelle ohne Bombardements und ohne Luftlandetruppen zu überschreiten. Hitler soll in dieser Nacht während der Lagebesprechung mit seinen Generälen gesagt haben, die größte Gefahr im Westen drohe nun von dem amerikanischen Brückenkopf. General Patton feierte seinen Coup stromabwärts mit einer besonderen Geste. Auf einer Pontonbrücke bei Oppenheim ruinierte er mitten in den Schicksalsstrom der Deutschen. Darauf habe ich lange gewartet, soll er zu den anwesenden Reportern gesagt haben. Ich habe heute Morgen extra nicht gepisst, damit ich eine volle Ladung hatte. Am Ostufer angekommen, stolperte der exzentrische Heerführer absichtlich, um in die eroberte deutsche Erde zu greifen. So tat er es seinem historischen Vorbild gleich, Wilhelm dem Eroberer, der einst erfolgreich in England landete. Genau 4 Wochen sind vergangen, seit die Amerikaner ihre Großoffensive bei Düren begannen. Inzwischen sind große Teile des Dritten Reichs in der Hand der Alliierten. Im Osten steht die Rote Armee bei Küstrin an der Oder und vor Danzig und Breslau. Nur 40 Kilometer von Nierstein entfernt, in Frankfurt am Main, notiert eine junge Frau in diesen Tagen: So sitzen wir hier und warten auf die Amerikaner. Und ich habe zum ersten Mal wieder Zeit, mir Gedanken über die Weltgeschichte zu machen, die so oft von machthungrigen Narren gestaltet wird. Wenn es nicht Menschenleben kostete und daher tragisch ist, wäre es komisch. Die amerikanischen Truppen rücken jenseits des Rheins Dorf für Dorf unaufhaltsam vor. Ein deutscher Unteroffizier notiert in sein Tagebuch: Wir haben den Eindruck, jetzt am Beginn der Entscheidungsschlacht zu stehen. An 3 voneinander zunächst unabhängigen Abschnitten hat der Gegner den Strom überquert. Ein am 22. des Monats vor gesamter angetretener Batterie verlesener Führerbefehl droht jedem Strafe an, der unverwundet oder nicht nachweislich bis zum letzten kämpfend in feindliche Gefangenschaft fällt. Abgesehen davon, dass er die Ehre verliere, würden seinen Angehörigen sämtliche geldliche Unterstützung usw. entzogen. Die Familie werde für ihn sichtbar gemacht.
Kenntnisnahme des Befehls musste durch Unterschrift bestätigt werden. Nach angloamerikanischen Angaben beträgt die Anzahl derjenigen, die bis heute den Widerstand im Westen einstellten, bereits über 1 Million. Heute läuft hier das Gerücht, dass vom morgigen Tag ab das Verlassen der Kaserne verboten sei. Gefangene des Führers. Die Stimmung wächst. Und im Westerwald schreibt an diesem 25. März 1945 ein junges Mädchen. Ein Sonntag wie jeder andere und doch voll Schrecken und innerem Aufgewühltsein im Hinblick auf die drohend gespannten Verhältnisse. Die Feuertätigkeit war heute schlimmer denn je, wenn doch schon alles vorbei wäre. Lange kann es so nicht dauern, bis der Feind hier eindringt. Auf dem Petersberg bei Bonn feiern die Spitzen der amerikanischen Armee ihren Erfolg. US-Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower hat seine Mitstreiter zu einem Dinner geladen. Eisenhower weiß, dass seine Mission noch nicht erfüllt ist. Hitler, so hatte er am ersten Tag des Krieges an seinen Bruder Milton geschrieben, soll sich hüten vor dem Zorn einer wachgerüttelten Demokratie. Der Krieg in Deutschland wird noch 43 Tage dauern. Er glaubt, dass der Führer durch seine physische Behinderung stark an seiner Aktivität eingebüßt hat. Richtig ist die Meinung, die Speer bezüglich der Aufrechterhaltung der Lebensbasis des deutschen Volkes vertritt. Er wendet sich scharf gegen den Standpunkt der zerstörten Erde. Er erklärt, dass wenn dem deutschen Volke der Lebensfaden in der Ernährung und in der Wirtschaft abgeschnitten werden solle, das nicht unsere Aufgabe sein könnte, sondern Aufgabe unserer Feinde sein müsse. Kameramann Lawrence filmt Straßenszenen in Bonn. Die Stadt südlich von Köln ist schon seit einer Woche in amerikanischer Hand. Das Geburtshaus des Komponisten Ludwig van Beethoven erregt die Neugier der GIs. Sam Fuller, der später in Hollywood als Regisseur berühmt wurde, war dabei, als die Weihestätte am 8. März erobert wurde. Wir hatten in dieser Nacht den Befehl, uns außer Sichtweite zu halten, irgendwo in einem sicheren Gebäude, um dort etwas Schlaf zu bekommen. Spät in der Nacht fanden wir die Hintertür eines Hauses in der Beethovenstraße. Was für ein toller Name für eine Straße. Im Haus war es stockdunkel. So krochen wir auf den Knien, bis wir einen Platz zum Schlafen fanden. Ich stieß meinen Kopf an eine Art Tisch. Dann begriff ich, es war ein Flügel. Wir streckten uns aus und schliefen ein. Ich wachte auf mit dem Boden des Flügels über meinem Kopf. Im Halbdunkel sah ich einen Notenständer mit einer Partitur. Der Titel der Komposition war Eroica. Und es war signiert mit Ludwig van Beethoven. Bei Koblenz setzt ein Vorauskommando der 87. US-Infanteriedivision über die Mosel. Mit dabei Armeekameramann Cummings. In der Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz hält der deutsche Kampfkommandant Oberstleutnant Löffler mit 2000 Wehrmachtssoldaten die Innenstadt. Aus Verhören von deutschen Gefangenen wissen die Amerikaner längst, dass sie von den Verteidigern nicht viel Widerstand zu erwarten haben. Ein Geheimbericht fasst zusammen. Die Moral der deutschen Soldaten ist sehr schlecht. Ausnahme bilden wenige Fanatiker. Die deutschen Soldaten können nicht verstehen, wie man sie gegen die amerikanische Materialüberlegenheit mit so minderwertigen eigenen Waffen in den Kampf schicken kann.
Zivilisten drängen die Soldaten, sich kampflos zu ergeben, um so Häuser und Orte vor der Zerstörung zu schonen. Deutsche Pioniere haben am Vortag die Nibelungenbrücke in Worms in letzter Minute gesprengt. Kurz darauf besetzten die Amerikaner die alte Kaiserstadt. Auch Pattons Armee hat den Rhein erreicht. Die 11. US-Panzerdivision kontrolliert einen Trümmerhaufen. Zwei Drittel aller Wohnungen in Worms sind beschädigt oder zerstört. Am 21. Februar hatten britische Bomber hier eine Nacht lang ganze Arbeit geleistet. Zwei Tage vor dem Einmarsch erledigten amerikanische Springbomben den Rest. Die Kameraleute der US-Armee drehen ausführlich den Siegeszug ihrer Truppen durch die Ruinenlandschaft. Usel weiß vor, denn überall können zum Durchhalten entschlossene Einheiten oder Scharfschützen lauern. Ein paar Tage lang schon war die Ludendorff-Brücke in Remagen wegen Einsturzgefahr gesperrt, als sie an diesem 17. März 1945 um kurz nach 15 Uhr zusammenstürzt. Kameramann Evans ist bereits kurz nach dem Unglück vor Ort, um die Rettungsarbeiten zu dokumentieren. Etwa 200 Pioniere waren mit Instandsetzungsarbeiten beschäftigt, als sie Geräusche von berstendem Stahl vernahmen und die Brücke zu zittern begann. Es blieb den meisten GIs nicht genug Zeit, sich vor dem Einsturz zu retten. Für 25 US-Soldaten kommt jede Hilfe zu spät.
Drei weitere erliegen später ihren Verletzungen. 18 Tote werden nie gefunden. Ein GI wird stromabwärts lebend entdeckt und aus dem kalten Wasser geborgen. Kameramann Lawrence filmt Straßenszenen in Bonn. Die Stadt südlich von Köln ist schon seit einer Woche in amerikanischer Hand. Das Geburtshaus des Komponisten Ludwig van Beethoven erregt die Neugier der GIs. Sam Fuller, der später in Hollywood als Regisseur berühmt wurde, war dabei, als die Weihestätte am 8. März erobert wurde. Wir hatten in dieser Nacht den Befehl, uns außer Sichtweite zu halten, irgendwo in einem sicheren Gebäude, um dort etwas Schlaf zu bekommen. Spät in der Nacht fanden wir die Hintertür eines Hauses in der Beethovenstraße. Was für ein toller Name für eine Straße. Im Haus war es stockdunkel. So krochen wir auf den Knien, bis wir einen Platz zum Schlafen fanden. Ich stieß meinen Kopf an eine Art Tisch. Dann begriff ich, es war ein Flügel. Wir streckten uns aus und schliefen ein. Ich wachte auf mit dem Boden des Flügels über meinem Kopf. Im Halbdunkel sah ich einen Notenständer mit einer Partitur. Der Titel der Komposition war Eroica. Und es war signiert mit Ludwig van Beethoven. Bei Koblenz setzt ein Vorauskommando der 87. US-Infanteriedivision über die Mosel. Mit dabei Armeekameramann Cummings. In der Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz hält der deutsche Kampfkommandant Oberstleutnant Löffler mit 2000 Wehrmachtssoldaten die Innenstadt. Aus Verhören von deutschen Gefangenen wissen die Amerikaner längst, dass sie von den Verteidigern nicht viel Widerstand zu erwarten haben. Ein Geheimbericht fasst zusammen. Die Moral der deutschen Soldaten ist sehr schlecht. Ausnahme bilden wenige Fanatiker. Die deutschen Soldaten können nicht verstehen, wie man sie gegen die amerikanische Materialüberlegenheit mit so minderwertigen eigenen Waffen in den Kampf schicken kann. Zivilisten drängen die Soldaten, sich kampflos zu ergeben, um so Häuser und Orte vor der Zerstörung zu schonen. Trotzdem tasten sich die Elitetrupps vorsichtig in den Koblenzer Ortsteil Moselweiß vor, denn überall können zum Durchhalten entschlossene Einheiten oder Scharfschützen lauern. Die Einwohner des kleinen Dorfes müssen die toten Krieger begraben, die sich in einem sinnlosen Kampf für die Wahnideen ihres Führers geopfert haben. Ein deutscher Soldat schreibt an diesem 9. März 1945 an seine Frau: Es ist ein ungleicher Kampf 1 zu 100 geworden. Ein Schuss von uns löst 100 auf der Gegenseite aus. Ist das noch Krieg? Nein. Aber es steht dieser Übermacht immer noch ein tapferes und nicht zu erschütterndes Herz des deutschen Soldaten gegenüber. Aber damit können wir den Feind nicht vernichtend schlagen. Da wirst du mich nun fragen,
Ja, Peter, gibt es denn überhaupt eine Waffe noch in Deutschland, die diesem trostlosen Zustand ein Ende bereitet? Ich sage dir nur ja. Und wir wollen fest an Deutschlands Zukunft glauben. Glauben und immer wieder glauben. Ein Volk, das so tapfer und so viel Blut für seine Größe opferte, kann nicht untergehen. Es wäre sonst das erste Mal in der Weltgeschichte. Eine Ironie des Schicksals. Lass dich nur nicht von den lieben Verwandten und Bekannten wankelmütig machen. Am Ende steht unser Sieg und die, die heute zweifeln, werden später am lautesten schreien und sagen, dass sie alles so haben kommen sehen. Zwei Tage zuvor haben die Amerikaner bei Remagen die erste unzerstörte Brücke über den Rhein in ihre Gewalt gebracht. Die Sprengung konnte in letzter Sekunde verhindert werden. Vorrückende Truppen eroberten kampflos den Übergang. Für Kameramann Geddix wird die Szene an diesem 9. März 1945 kurzerhand nachgestellt. Binnen 24 Stunden gelangten 8000 GIs auf die rechte Seite des Flusses und bildeten einen Brückenkopf. Hitler ist außer sich vor Wut und lässt die Verantwortlichen von einem fliegenden Standgericht aburteilen. Vier Offiziere werden erschossen. Einer kann sich in amerikanische Gefangenschaft retten. Ein schier endloser Konvoi von Militärfahrzeugen staut sich in den engen Straßen von Remagen. Weil die Ludendorff-Brücke als zunehmend instabil gilt, soll schweres Gerät über eine Pontonbrücke auf die andere Seite des Rheins gebracht werden. Deutsche Pioniere haben am Vortag die Nibelungenbrücke in Worms in letzter Minute gesprengt. Kurz darauf besetzten die Amerikaner die alte Kaiserstadt. Auch Pattons Armee hat den Rhein erreicht. Die 11. US-Panzerdivision kontrolliert einen Trümmerhaufen. Zwei Drittel aller Wohnungen in Worms sind beschädigt oder zerstört. Am 21. Februar hatten britische Bomber hier eine Nacht lang ganze Arbeit geleistet. Zwei Tage vor dem Einmarsch erledigten amerikanische Springbomben den Rest. Die Kameraleute der US-Armee drehen ausführlich den Siegeszug ihrer Truppen durch die Ruinenlandschaft.
Trotzdem wird die Zivilbevölkerung auf der Homburger Straße zusammengetrieben und evakuiert. Die GIs fürchten, in den Ruinen könnten sich noch immer Heckenschützen aufhalten. Im Landkreis Kusel ist auch der Kameramann Russ Meyer an diesem 20. März 1945 im Einsatz. Er wird später in Hollywood als Regisseur von Sexfilmen zu Berühmtheit gelangen. In der kleinen Ortschaft Brücken dreht er, wie französische Kriegsgefangene, zusammen mit der Zivilbevölkerung den Amerikanern zuwinken. Meyer wird später sagen, wenn er nicht eine Kamera zu bedienen gehabt hätte, hätte er ohne zu zögern selbst zur Waffe gegriffen, um die Nazis zu besiegen. Auch in einem zweiten Ort filmt Russ Meyer, wie Einwohner die amerikanischen Truppen als Befreier begrüßen. Ob er sein Regietalent nutzte, um die Szene besonders überzeugend zu machen, ist unklar. Hier erinnert jedenfalls nichts daran, dass die in diesem Gebiet stationierten deutschen Truppenverbände sich gerade erst fluchtartig zurückgezogen haben. Während die US-Panzer in Richtung Mannheim rollen, begrüßt der Führer an diesem 20. März 1945 im Garten der Reichskanzlei propagandagerecht 20 Hitlerjungen, die sich als Einzelkämpfer bewährt haben. Der Jüngste ist erst 12 Jahre alt. Einer Verlautbarung zufolge sagte Hitler: Ihr kennt den Kampf jetzt schon aus eigener Erfahrung und wisst, dass ihr in einem Ringen um Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes steht. Ich bin trotz aller Schwere der Zeit fest davon überzeugt, dass wir bei diesem Kampf den Sieg erringen werden, vor allem auch im Hinblick auf die deutsche Jugend und besonders auf euch, meine Jungen. In der Pfalz sind die Hauptverkehrsstraßen in Richtung Nordosten übersät mit zerschossenen Wracks. Überall liegen Leichen gefallener Soldaten und Tierkadaver. Symbol, notiert eine junge Frau in diesen Tagen. So sitzen wir hier und warten auf die Amerikaner. Und ich habe zum ersten Mal wieder Zeit, mir Gedanken über die Weltgeschichte zu machen, die so oft von machthungrigen Narren gestaltet wird. Wenn es nicht Menschenleben kostete und daher tragisch ist, wäre es komisch. Die amerikanischen Truppen rücken jenseits des Rheins Dorf für Dorf unaufhaltsam vor. Ein deutscher Unteroffizier notiert in sein Tagebuch: Wir haben den Eindruck, jetzt am Beginn der Entscheidungsschlacht zu stehen. An drei voneinander zunächst unabhängigen Abschnitten hat der Gegner den Strom überquert. Ein am 22. des Monats vor gesamter angetretener Batterie verlesener Führerbefehl droht jedem Strafe an, der unverwundet oder nicht nachweislich bis zum letzten kämpfend in feindliche Gefangenschaft fällt. Abgesehen davon, dass er die Ehre verliere,
würden seinen Angehörigen sämtliche geldliche Unterstützung usw. so entzogen. Die Familie werde für unsichtbar gemacht. Kenntnisnahme des Befehls musste durch Unterschrift bestätigt werden. Nach angloamerikanischen Angaben beträgt die Anzahl derjenigen, die bis heute den Widerstand im Westen einstellten, bereits über 1 Million. Heute läuft hier das Gerücht, dass vom morgigen Tag ab das Verlassen der Kaserne verboten sei. Gefangene des Führers. Die Stimmung wächst. Und im West Beethoven erregt die Neugier der GIs. Sam Fuller, der später in Hollywood als Regisseur berühmt wurde, war dabei, als die Weihestätte am 8. März erobert wurde. Wir hatten in dieser Nacht den Befehl, uns außer Sichtweite zu halten, irgendwo in einem sicheren Gebäude, um dort etwas Schlaf zu bekommen. Spät in der Nacht fanden wir die Hintertür eines Hauses in der Beethovenstraße. Was für ein toller Name für eine Straße. Im Haus war es stockdunkel. So krochen wir auf den Knien, bis wir einen Platz zum Schlafen fanden. Ich stieß meinen Kopf an eine Art Tisch. Dann begriff ich, es war ein Flügel. Wir streckten uns aus und schliefen ein. Ich wachte auf mit dem Boden des Flügels über meinem Kopf. Im Halbdunkel sah ich einen Notenständer mit einer Partitur. Der Titel der Komposition war Eroica. Und es war signiert mit Ludwig van Beethoven. Bei Koblenz setzt ein Vorauskommando der 87. US-Infanteriedivision über die Mosel. Mit dabei Armeekameramann Cummings. In der Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz hält der deutsche Kampfkommandant Oberstleutnant Löffler mit 2000 Wehrmachtssoldaten die Innenstadt. Aus Verhören von deutschen Gefangenen wissen die Amerikaner längst, dass sie von den Verteidigern nicht viel Widerstand zu erwarten haben. Ein Geheimbericht fasst zusammen. Die Moral der deutschen Soldaten ist sehr schlecht. Ausnahme bilden wenige Fanatiker. Die deutschen Soldaten können nicht verstehen, wie man sie gegen die amerikanische Materialüberlegenheit mit so minderwertigen eigenen Waffen in den Kampf schicken kann. Zivilisten drängen die Soldaten, sich kampflos zu ergeben, um so Häuser und Orte vor der Zerstörung zu schonen. Trotzdem tasten sich die Elitetrupps vorsichtig in den Koblenzer Ortsteil Moselweiß vor, denn überall können zum Durchhalten entschlossene Einheiten oder Scharfschützen lauern. Ein paar Tage lang schon war die Ludendorff-Brücke in Remagen wegen Einsturzgefahr gesperrt, als sie an diesem 17. März 1945 um kurz nach 15 Uhr zusammenstürzt. Kameramann Evans ist bereits kurz nach dem Unglück vor Ort, um die Rettungsarbeiten zu dokumentieren. Die Zivilbevölkerung und Kriegsgefangene werden aus Sicherheitsgründen evakuiert. Die GIs nutzen eine Feuerpause zum Bad im Rhein.
Irgendwo im amerikanisch besetzten Teil von Nazi-Deutschland dreht ein Kameramann der US-Armee diese einzigartigen Szenen. Deutsche Soldaten haben sich ergeben und werden durchsucht. In diesen Tagen schreibt ein Hauptmann der Wehrmacht an seine Familie: Gegenwärtig haben wir Ruhe, nachdem sich der Feinddruck gegen Norden gewendet hat. Einige Leute haben wir verloren, andere müssen wir abgeben. Das wertvolle Material wird nach rückwärts geschafft. Früher oder später werden wir in die Zange genommen. An Urlaub denke ich lange nicht mehr. Das Reisen ist sinnlos, lebensgefährlich und verbraucht viel zu viele Leute, die dauernd unterwegs sind. Totale Urlaubssperre bis Kriegsende ist durchaus angebracht. Das gehört auch zum totalen Krieg. Und er fährt fort. Früher, als der Krieg noch in fremden Ländern geführt wurde, wo man des Interessanten so viel sah, da war das anders. Jetzt, wenn man die Dörfer sieht, die allmählich schwinden, deutsche Familien, die sich nach Russenart eine Höhle graben und darin hausen, um dem Bomben- und Artilleriefeuer zu entgehen, das Vieh, das in den Ställen verschüttet wird, weil es nicht rechtzeitig geborgen wurde, und allgemein die Hoffnung aufflackert, der Ami möchte kommen und besetzen.